Normalen. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Kirsten. Einen wunderschönen Sonntag, lieber Christopher, und euch da draußen, die sich hoffentlich alle so sehr freuen wie der Samuel. Ja, also, du, ja, der, guten Morgen. Der Trailer, den wir gerade gesehen haben, der erinnert mich total an die Eremitage in Bayreuth. Kennst du die? Ja. Das ist echt sehr interessant. Passt ja, zu unserem Thema, finde ich. Das ist ja ein wunderbarer Übergang, den du geschaffen hast, Kirsten, zum heutigen Thema. Das hast du mir gar nicht verraten, dass du so einen eleganten Übergang geschaffen hast, aber Eremitage ist unser Stichwort, das ist wohl so. Eine Eremitage gibt es ja auch in Petersburg, soweit ich weiß. Das ist da aber ein Kunstmuseum. Genau, da war aber ich auch schon. Da warst du auch schon, ich noch nicht, leider. Da würde ich gerne mal hin, ne? Überhaupt Petersburg. Das ist total toll. Ja, das ist, glaube ich, was für mich. Aber irgendwann werde ich das auch noch mal schaffen, wenn ich mein Eremitendasein abgeschlossen habe. Du weißt ja, wenn man ein Eremit ist, dann braucht man nicht so viel äußeren Input. Man schöpft alles aus sich selbst, oder? Wie ist das? Naja, also du weißt ja, wir werden auch auf Dinge zu sprechen kommen, die dir nicht so passen heute. Ach du grobe Güte, ich ahne schon, worauf du abspielst. Naja, wir sehen ja im Hintergrund schon unser Thema, der Eremit, die Karte Nummer 9 im Tarot, die folgerichtig auf die Karte Nummer 8 kommt, wobei wir ja letztes Mal schon gesagt haben, es ist die Karte Nummer 8 ist in anderen Decks die Karte Nummer 11, nämlich die Gerechtigkeit. Das heißt, wer sich für diesen Zahlendreher interessiert und jetzt sein Tarotkartendeck verzweifelt sortiert, der möge bitte die letzte Folge einfach sich nochmal zu Gemüte führen über die Gerechtigkeit. Wir sind hier in der Reihenfolge des Tarot de Marseille, eines der ältesten Tarotkartendecks und damit wohl die ursprüngliche Reihenfolge. Aber beim Eremiten, glaube ich, gibt es keinen Zweifel. Da sind alle sich einig, oder Kirsten? Das ist die Nummer 9. Ja, also wenn du mit Ursprung kommst, ist es wirklich ein bisschen schwierig, weil teilweise früher auf manchen Decks ja gar keine Zahlen waren. Und die 9 macht aber auf jeden Fall Sinn und wird auch in modernen Decks beim Eremiten nicht hinterfragt. Lass es lieber uns so aufziehen. Okay, also das heißt, man kann davon ausgehen, aber dass in den meisten Decks heute auf der 9. Position die Eremit sich befindet. Genau. Ja.
Gut, in diesem Falle der Eremit, eine sehr interessante Karte, wie ich in meinen Vorfeldrecherchen herausgefunden habe, auch durchaus zwiespältige Karte, zwiespältiger als man denken mag. Zunächst bin ich einmal jetzt sehr gespannt, aber das wirst du mir nachher sagen, was da, du da zwiespältig was findest. Was ich da zwiespältig finde. Ja, also zunächst einmal, ich glaube, den Zwiespalt zwischen Askese und, ja, das werden wir dann noch sehen. In jedem Fall haben wir jetzt hier ein Bild, das mal so einen klassischen Eremiten zeigt, und zwar ist das der heilige Onuphrius, zu dem ich natürlich eine besondere Beziehung habe, Kirsten, wie du sicherlich weißt. Ja, ich kann mich entsinnen, dass wir auch schon in Museen in München irgendwie gehen mussten, um ihn zu bewundern. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das hast du fast richtig in Erinnerung, denn der heilige Onuphrius ist der erste Stadtheilige von München gewesen. Ah, drum. Und die Geschichte des heiligen Onuphrius, die kenne ich deswegen in- und auswendig. Er ist ein Wüstenheiliger, da sprechen wir von einer Bewegung des 4. Jahrhunderts, in der Menschen in die Wüste gegangen sind, um es dem Heiland gleich zu tun, um dort in der Einsamkeit Gott zu begegnen. Und dieser heilige Onuphrius war so einer. Und als ihn dann einmal ein Pilger aufgesucht hat, dann hat er ihn entdeckt und dann sah er etwa so aus wie hier auf diesem Bild, wobei das noch schmeichelhaft ist. Es gibt so Ikonen, russische Ikonen oder orthodoxe Ikonen, da sieht er also wirklich ganz abgemergelt aus, hat nur noch ein Blätterkleidchen an und ansonsten Haare und auch vor allen Dingen Fingernägel bis zum Boden. Also nicht so eine ansehnliche Erscheinung. Aber wir sehen hier eben auch, worum es bei diesen Eremiten, diesen Wüstenheiligen, den ursprünglichen Eremiten geht. Das Wort Eremit soll wohl von einer Wortwurzel kommen, die mit Wüste gleichgesetzt wird. Also Eremit ist eigentlich einer, der in die Wüste geht, um dort, zu sich oder zu Gott zu finden, ja. Du hast ja eben, Entschuldigung, wenn ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehe. Ja. Du hast eben erwähnt, es dem Heiland gleich machen. Ich weiß nicht, wie bibelfest die Leute da draußen sind. Vielleicht solltest du das noch mal etwas näher erklären. Und die Leute haben sowieso noch ein bisschen Probleme. Ich sehe, dass Barbara wieder mit dem rückläufigen Merkur kämpft. Vielleicht, ja. Wer da Probleme hat, ne, schaut euch nochmal unser Video von letzter Woche an. Ja. Nein, also ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, wann der Heiland Jesus ein Eremit war. Ja, da habe ich ja nachher ein Bild noch dazu. Das würde ich dann gerne aufschieben. Da kann man das besser sehen. In jedem Fall ist das Ergebnis, also dass Jesus, so viel kann man ja schon vorausschicken, 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Und das als Vorbild haben sich sehr viele genommen. Und unter anderem kam es dann eben zu dieser wüstenheiligen Bewegung. Und die sind tatsächlich dann einfach in die echte Wüste gegangen. Nun ist es ja so, dass vielfach ja nicht überall eine Wüste zur Verfügung steht. Ja, also in spätere Eremiten konnten ja nicht jetzt einfach in die Sahara oder sonst wohin. Die haben sich durch andere Wüsteneien gesucht. Und da hilft uns ein bisschen die Vorstellung, dass das Wort Wüste ursprünglich gar nicht jetzt im engeren Sinne immer gemeint hat, das, was wir heute unter Wüste uns vorstellen, also viel Sand und irgendwie Afrika oder Asien, sondern Wüste ist ein Ausdruck für das Ungeordnete, Chaotische. Chaos, ne? Also wüst und leer war die Erde. War wüst und leer. Genau. Wüst heißt ja auch noch, bei dir sieht es wüst aus, sagen wir ja mal gerne noch heutzutage, und meinen damit nicht, dass es aussieht wie in der Wüste, sondern dass es einfach durcheinander ist. Ja, ja, in der Wüste kann es ja geordnet sein. Bei mir niemals. Was, bei dir niemals? Bei mir, nein, niemals. Niemals. Du kennst eine Wüstenei nicht. Naja, deswegen haben natürlich vor allen Dingen Mönche und die sich in die Wüste zurückziehen, mussten sich andere Dinge suchen. Und da haben sie sich entweder dann tief in die Wälder zurückgezogen oder zum Beispiel auf Inseln im Meer, wie zum Beispiel Mount St. Michael nicht, sondern die Skellig Michael Inseln auf der vor der Westküste Irlands. Da gibt es so kleine, spitze Felsen, da haben sich dann Mönche so Bienenkorbhütten hingebaut, um umtost vom Meer dieses Wüstenfeeling zu bekommen. Also ein Eremit, zu Deutsch auch ein Einsiedler, wobei es da wohl noch Unterschiede gibt.
aber wir fassen das mal zusammen. So. Ich fahre mal fort in der Präsentation, habe hier ein Beispiel mitgebracht aus dem Schlosspark Nymphenburg hier in München, selbstverständlich. Dort gibt es sogenannte Parkburgen und eine davon, das ist die Magdalenenklause, die ist, sieht so aus, wie wir sie hier haben, nämlich wie eine Ruine. Und Klause ist übrigens so ein Wort, das man auch für die Hütte oder wie soll man da sagen, die Behausung eines Eremiten wählt. Klause kommt von Klausur, also oder hängt damit zusammen, dass es abgeschieden, abgeschottet, weggesperrt, verschlossen. Und ja, hier haben sich die Kurfürsten das allerdings gemacht im Nymphenburger Schlosspark. Da hat kein Eremit gelebt, sondern da zog sich der Kurfürst dann zurück. Innen drin ist es auch sehr prunkvoll gestattet, aber von außen wie eine Ruine. Und da kommen wir zu diesem Thema. Das hatte ja Sehen wir ja auch bei dem hier nochmal unten noch so ein Totenschädel. Also wir sehen, thematisch geht es bei dem Thema Eremit oft um Sterblichkeit. Memento mori, denke, dass du sterblich bist. Das Leben, du, hier haben wir die Ruine als Symbol davon. Ja, was haben wir noch? Ja, die wahren Eremiten, wenn sie sich jetzt eben nicht in eine Wüste zurückziehen konnten, die haben sich vielleicht auch in sowas wie diese Höhlen hier zurückgezogen, wie man sie in Spanien findet. Sowas findet man überall dann auch, ne? Also. Ja, ich entsinne mich noch in den 80er, 90ern, Gomera, die Höhlen dort am Strand, wo sich sicher auch nicht nur die Eremiten, aber vor allem auch die Hippies zurückzogen und man sich da wundervoll Läuse und irgendwelche anderen furchtbaren Sachen holte. Ach, Aber Kirsten, das gehört nun einfach mal dazu. Also ich meine, als Eremit musst du die Dinge so nehmen, wie sie sind. Ne? Du lebst ja. sozusagen. Ne? Also mein Ding wäre es nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich überlege mir das noch, ob das mein Ding wäre. Mit oder ohne WLAN? Ja, das ist eben die Frage. Dieser Herr hat offensichtlich kein WLAN nötig. Es ist ein Fakir. Ja, und das ist so der Punkt, an dem ich mir denke, Eremit, das hat was mit Zurückziehen, Entsagung zu tun und Askese vor allen Dingen. Und hier kommt eben dieser asketische Gedanke, den wir von den Fakiren kennen. Aber wie würdest du das sehen jetzt so im Vorgriff? Passt das für dich auch zum Eremit, wie wir ihn im Tarot kennen? Die Askese ist sicher ein Stichwort für den Eremiten. Beim Fakir bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, inwieweit, also ich kenne die religiösen oder Glaubensbezüge des Fakir-Seins nicht so, muss ich gestehen. Ich kenne halt nur diese Verrenkungen und Schmerzertragungsdinge. Ich würde den Fakir daher fast eher zum Gehängten bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass damit gemeint ist, dass man eben so wie die Läuse, ja, aushalten muss als Eremit und alles, was sonst noch irgendwie vielleicht unangenehm ist, ne, man verzichtet auf die Annehmlichkeiten, dass manch einer das noch ein bisschen verstärken wollte. Und wir kennen sowas ja auch von eisernen Dornenbändern, die man um die Schenkel trug in manchen radikal fundamentalistischen christlichen Richtungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Eremiten passt, aber Askese zumindest mal würdest du sagen, ja. Ja, Okay. also aber nicht aufgrund von, ich will leiden, um es Christus gleich zu machen, oder ich will leiden, um mich mehr zu spüren, keine Ahnung. Also es geht beim Eremiten nicht ums Leiden, Okay. sondern es geht eher um das, was Menschen im Alter oft haben, so eine Karte der Reifung, dass man halt nicht mehr das alles braucht. Es ist nicht unbedingt ein erzwungener Verzicht für mich, der Eremit, in der Grundbedeutung, sondern eher ein, ich brauche das jetzt nicht mehr. Wobei der sieht ja jetzt nicht sehr leidend aus, ne? Nö, der ist relativ Vielleicht ist entspannt. das das Geheimnis, ne? Im Leiden sich so einrichten, dass es kein Leiden mehr ist. Ja, könnte eine Bedeutung sein, aber es wäre jetzt nicht das, was mir als erstes einfällt, Okay. wenn ich an den Na, Eremiten ich habe so denke. gedacht, weil was ist denn das Ziel von Askese? Ne? Das Ziel von Askese ist ja, körperliche Bedürfnisse zu überwinden. Ja, also sich sozusagen den Körper nicht mehr als Taktgeber oder als
Diktator des Lebens zu sehen. Wäre das so in die Richtung Eremit, dass man sagt, zumindest sagt, es geht weg von der Körperlichkeit? So. Das auf jeden Fall. Also der Eremit und der Körper sind nicht unbedingt eins. Ich habe gerade über deine Definition von Askese nachgedacht. Mhm. Ich muss darüber noch nachdenken. Okay, schauen wir mal weiter, was ich noch für Bilder mitgebracht habe. Jetzt kommen wir zu eben jener Szene, wieder mal kongenial in Szene gesetzt von Gustave Doré, den ich sehr schätze, mit seinen Bildern zur Bibel. Wir sehen also hier Jesus völlig verklärt und vergeistigt in der Wüste. Darin hat er sich 40 Tage zurückgezogen. Und vor allen Dingen das Wesentliche, was in diesem Rückzug zu finden ist, ist natürlich die Versuchungen, die er über sich hat ergehen lassen. Und wir sehen hier den Satan natürlich, der ihm eben sagt, das könnte alles dir gehören. Ja, ich glaube, er schlägt ihm vor, zeig doch, dass du durch die Lüfte gehen kannst oder sowas in der Art und dann soll das alles dir gehören. Und Jesus lässt sich nicht versuchen, sondern bleibt standhaft und sagt irgendwann mal nur, weiche von mir, Satan, wenn mich nicht alles täuscht. Sehr schön auch dargestellt von Willem Dafoe, wie ich finde. Aha. Ach so, du meinst als Film natürlich, ne? Mhm. Das ist natürlich ein Filmzitat. Ja, also da gibt es, ich finde das, das ist der Hintergrund für dieses ganze Eremitenwesen, ja? Deswegen die Frage natürlich, es heißt der Eremit im Tarot. Manchmal wird es auch der Einsiedler genannt. Ja? Genau, und da bin ich jetzt bei der Definition von Askese. Es geht für mich nicht primär darum, dem Körperlichen zu entsagen, mhm, sondern der Versuchung zu entsagen. Und die Versuchung muss ja nicht nur körperlich sein. Mhm. Ja? Also sich praktisch zu einem leeren Gefäß zu machen, in der der Glaube wachsen kann. Der Eremit wird ja auch gern mit dem Mystiker in Verbindung gebracht. Aber also es liegt nah beieinander. Ich bin nur irgendwie noch nicht so ganz im Reinen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was passiert denn, wenn ich in die Wüste gehe? In der Wüste, da ist es sehr reizarm. Vorhin hast du gescherzt, so von wegen mit WLAN oder ohne WLAN. Natürlich, selbstverständlich, darf da jetzt kein WLAN sein, sondern wenn ich sozusagen in der Wüste bin, dann will ich ja, also was ist die Wüste? Wüst und leer. Da soll nichts sein, da soll nichts meinen Geist ablenken, sondern ich werde ununterbrochen auf mich selbst geworfen. Und ja, das, glaube ich, ist es, was der Begriff Wüste an dieser Stelle macht. Und vielleicht passt das zum Eremiten. Ja, der Eremit, das ist jetzt eher, müsstest du sagen, ob das etwas ist, was mit Introspektion zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das Wichtigste. Ich muss mich selbst erforschen und daraus gewinne ich dann Kraft. Auch hier, Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen. Ne? Das war also schon auch zeitlich begrenzt. Da ging es jetzt nicht darum, das für immer und ewig zu tun. Ja. Übrigens, so Begriffe wie Eremit, die in den ersten Tarotkarten, stand da schon Eremit drunter? Wurde das schon so benannt? Es gab welche, ja, aber mhm, es gab auch den Vergleich mit Saturn und Kronos. Mhm. Also als Karte des Alters sozusagen. Da werden wir, glaube ich, auch noch Beispiele zu sehen später. Ja. Weil ich habe mich so gefragt, es wäre ja ein Beleg dafür, dass Tarot nicht älter als Mittelalter oder spätes Mittelalter sein kann, weil Eremiten in dem Sinn und Einsiedler gab es ja erst seit dieser Zeit. Reden wir mal nicht von den Wüstenheiligen, sondern von denen, die wirklich in die Wälder gegangen sind und sich auf die Suche nach sich selbst gegangen haben. Also heutzutage muss man das nicht mehr belegen. Tarot ist inzwischen so gut erforscht, dass nur Menschen, die wirklich absolut gerne sich Verschwörungstheorien hingeben, noch behaupten können, dass wir diese Karten von Atlantern bekommen haben. Also das ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Es tut mir sehr leid. Kannst du das denn wirklich hundertprozentig ausschließen? Ja. Dankeschön. Dann haben wir das auch geklärt. Nochmal so en passant. ihr hört also, alle
Fans der Atlantis-Theorie da draußen, ihr müsst euch leider jetzt die Ohren zuhalten oder Ohren zugehalten haben. Kanal überfluten mit bösen Hashtags, damit wir bekannter werden. Ja, genau. Das ist eigentlich der ganze Sinn. In jedem Fall aber ein Zusammenhang mit diesem christlichen Kontext, den können wir auf alle Fälle feststellen. Ich habe natürlich jetzt noch einen Eremiten mitgebracht, der nichts mit dem christlichen Kontext zu tun hat. Allerdings ist der meines Erachtens nicht wirklich der klassische Eremit im Sinne der christlichen Mystik, sondern es ist Diogenes, der in der Tonne lebte, bekannt für den Spruch, als Alexander der Große diesen weisen Mann aufsuchen wollte und was er denn für ihn tun könne. Und dann soll Diogenes gesagt haben, geh mir aus der Sonne. Ein sehr weiser Spruch, der wiederum dokumentiert, all das interessiert mich nicht, deine Macht, dein Geld, dein Reichtum, dein Einfluss interessiert mich nicht, ich will nichts von dir, ich genüge mir selbst. Und wir sehen interessanterweise hier, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, der hat sogar eine Laterne in der Hand. Ne? Mhm. Hier auf diesem Gemälde. Ne? Das ist ein Motiv, das uns ja dann gleich wieder beschäftigen wird. Und ja, die Hunde. In der Tonne hat er wahrscheinlich nur gelebt, weil er seine Frau nicht ertragen konnte, oder? Oder er musste ihr so viel Unterhalt zahlen nach der Trennung, dass er sich nichts anderes mehr leisten konnte. Kirsten, erzähl doch die Geschichte genauer. Nein, ich denke nur, hier in Hamburg haben wir doch am Rathaus eine Hochzeitspforte und da sieht man ja Adam und Eva als das ideale Liebespaar, übrigens auch schön mit Hunden dekoriert, aber oben drüber sehen wir als Beispiele für nicht so gelungene Ehen den Blaubart als Warnung für die Frauen und die Xantippe als Warnung für die Männer und ja, ich weiß ja nicht, was jetzt Xantippe so furchtbar gewesen sein muss, aber auf jeden Fall scheint sie ihn nicht zu Hause gehalten zu haben. Also wir alle wissen, dass Xantippe ein geflügeltes Wort für ein widerspenstiges Weib geworden ist, die aus dem Zetern nicht mehr herauskommt. Das sind natürlich alles Überkommene. Ich möchte das jetzt gleich betonen. Überkommene, völlig aus der Luft gegriffene frauenfeindliche, misogyne Darstellungen, denen wir natürlich überhaupt nicht anhängen. Schon der nächste Shitstorm, der auf uns zukommt. Bitte nicht. Also es ist einfach nur, wir referieren nur, wie es ist. So, und aber interessant sind, dass da Hunde dabei sind. Es könnte ein Hinweis auf die Kyniker sein, aber es könnte natürlich auch sein, dass der Hund, weil du jetzt gerade den Hund wieder erwähnst, aber der hat, kommt, glaube ich, sonst beim Eremiten nicht vor. Ne? Also hat aber beim Narren und der Narr und der Eremit, die haben schon was gemein. Ja, werden wir gleich mal genauer hinschauen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Tja. Dann haben wir jetzt hier, aber der sieht schon ein bisschen aus wie so ein armer Tropf. Ne? Also hier in dieser Holzschnittdarstellung. Das ist praktisch der Eremit, wie wir ihn aus dem Mittelalter kennen. Ja, ja, also er zieht sich in die Wildnis zurück in dem Fall, also in den wilden Wald, damals als die Wälder noch wild waren. Aber ich weiß nicht, wie viel Chance man heute hätte, wenn man sich in den Wald zurückzieht, irgendwie von Sonntagsausflüglern verschont zu bleiben. Keine Ahnung, ob das heute noch möglich wäre. Also ich bitte dich, denk an Monty Python, da ist es auch nicht viel besser gewesen beim Leben des Brian. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den Film einmal gesehen und fand ihn doof. Oh Gott, das hast du wieder irgendwas gesagt, Kirsten. Wir müssen das jetzt hier leider beenden, Christopher. Es war sehr nett mit dir, aber... Es tut mir leid, ich fand ihn nicht doof. Nein, ich fand ihn nicht doof. Es ist nicht mein Humor. Kirsten, aber ich respektiere... Lass uns einfach weitergehen. Lass uns weitergehen. Also in jedem Fall haben wir hier einen Eremiten, der hat sein Kreuz in der Hand und dann eine kleine Kapelle auch. Also das ist als Bild häufig noch dabei, dass sie auch im Wald an kleinen Kapellen leben. Das gibt es eben häufiger auch. Also die Frage ist, wie Wüstenei das dann ist. Ne? Aber ich glaube, in den Zeiten damals konnte man sich wirklich in die Wälder zurückziehen und war wirklich Gott verlassen. Da traf man erstmal niemanden mehr. Ne? Also zumindest glaube ich, dass das damals so gewesen ist. Ne? Ich glaube, irgendwie, es gibt ja so ein Bild,
dass die Wälder damals so tief und dunkel waren und vor allen Dingen so zusammenhängend waren, dass man immer gesagt hat, ein Eichhörnchen könnte von Bayern bis nach Hamburg nur über Bäume hüpfend. Hat man das so gesagt? Nein, nicht Bayern und Hamburg, das habe natürlich jetzt ich gesagt wegen uns. Aber von Nord nach Süd nur über Bäume hüpfend, so dicht waren die Wälder. Und daher kommt ja dieser Begriff, der deutsche Wald. Und ich glaube, wenn man sich da so hinein verzogen hat, da konnte man schon sehr einsam sein. Ja, und da sind wir sicher wieder auf Märchen auch zurückgebracht, die du ja auch jetzt immer sehr schön hier erzählst oder erzählen lässt in der Geheimnisakademie. Also jemand wie die Hexin Hänsel und Gretel ist natürlich auch ein Eremit, eine Eremitin in einer Form. Oder die Großmutter im Wald bei Rotkäppchen. Interessanter Zusammenhang, den du da gerade auftust. Lass uns doch für einen Moment dabei bleiben. Das finde ich nämlich interessant. Also ich meine, wir haben ja, was mir auch bei der Recherche aufgefallen ist, Eremit waren ja meistens Männer. Also das ist sicherlich eher eine offensichtlich männliche Eigenart gewesen. Ich kenne keine Eremitin, zumindest keine berühmte. Ja? Aber jetzt, wo du die Hexe reinbringst, könnte man ja durchaus sagen, das, was der Eremit im christlichen Sinne war, ist nun die Hexe im ja, nicht christlichen Sinne. Ja? Sie lebt auch tief im Wald. Ihr Knusperhäuschen lockt die Kinder an. Der Eremit lockt eigentlich niemanden an, den muss man aufsuchen. Aber da ist was dran. Ja? Er hat nicht so gut gerochen, der Eremit des Mittelalters. Ja, aber die Hexe, die roch nach verführerischem Backwerk. Ja. Frau so. Holle kriegen wir hier auch noch, genau. Frau Holle, die, ja, wobei die natürlich umtriebig war. Ne? Die Frau Holle, die ist ja dann oft in der wilden Jagd mal über den Himmel geschossen. Aber was hast du noch gesagt? Hexe im Wald und was noch? Das Zweite? Großmutter in Rotkäppchen. Warum wohnt die da mitten im Wald? Kann man sich da auch mal fragen. Ne? Das ist das, was wir uns ja immer wieder fragen, wenn wir Rotkäppchen lesen. Warum muss die arme alte Frau mitten im Wald leben? Ne? Und darf nicht in der Dorfgemeinschaft sein, wo sie eigentlich sicherer wäre vor den bösen Tieren. Ganz genau. Ist einfach. Ne? Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich weiß, du magst ihn nicht, Thomas Mann hat irgendwie eine Geschichte über eine Eremitin geschrieben. Ich muss da nochmal nachgucken. Also das halte ich für ein Gerücht, dass ich Thomas Mann nicht mag, mal abgesehen davon. Niemals würde ich sowas sagen. Also ich mag nur seine Schachtelsätze nicht. Also das Thema mit Versuchung, ne, was ja mit dem Eremiten für mich zusammenhängt, ist halt einfach auch wirklich eher ein Problem des Mannes. Also da so ein Bohai zu schieben deswegen. Da haben ja echt die Männer Zeit ihres Lebens mehr Probleme als Frauen, auch heutzutage noch. Von daher verstehe ich das sehr, dass der Eremit eher männlich ist. Also das musst du jetzt mal genauer erklären, Kirsten. Warum haben Frauen kein Problem mit Versuchungen? Frauen haben sicher auch Versuchungen, aber die schieben nicht so eine Welle. Wenn ich jetzt daran denke, dass Frauen sich verschleiern müssen, weil die Männer sonst verführt werden könnten, haben doch die Männer das Problem und nicht die Frauen. Ja. Es wird zum Problem der Frauen. Wenn ich darüber nachdenke, dass die Mönche sich in Klöstern einschließen müssen, weil Frauen sie verführen könnten, also dass sie auch ein Eid ablegen müssen, dass sie das nicht machen und so, haben doch die Männer das Problem und nicht die Frauen. Apropos Mönch, würdest du sagen, der Mönch wäre eine Korrespondenz zum Eremiten? Also als Typus? Ja, wobei der Eremit jemand ist, der, also der würde sich, glaube ich, nicht so gerne Befehle von irgendwelchen Oberen geben lassen. Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass er auch außerhalb der Gemeinschaft ist. Und ein Kloster wäre ja wieder eine Gemeinschaft mit einer Hierarchie, mit Funktionen, die er erfüllen muss. Aber der Eremit, der zieht sich also wirklich zurück bleibt sozusagen unter sich. Also er ist niemandem Verantwortung schuldig, außer sich selbst und Gott natürlich. Entschuldigung, aber noch ein wichtiges Beispiel für den Eremiten. Einer deiner ganz großen Vorbilder, ne? Der heilige Johannes und Salome. Also ob er ein Vorbild wäre. Ich möchte meinen Kopf noch ein bisschen behalten, liebe Kirsten. Hatte ich eigentlich vor. Aber,
Auch Johannes war einer, der oft dargestellt wird, nur so mit Fell bekleidet. Aber der hatte eher auch sowas wie, ich finde, ja, aber Johannes, glaube ich, auf dessen Tag wir uns ja zubewegen, 24. Juni, ich möchte dem das hinweisen. Und der, jetzt kommen mir lauter Assoziationen gerade. 24. Juni, Tag des Johannes des Täufers, der war ein Eremit. Es ist gleichzeitig der Tag der Freimaurerei, was wiederum ein Männerbund ist. Ja. Lass uns weitergehen und den Leuten ihre eigenen Gedanken dazu machen. Ne? Also ich finde das auf jeden Fall wichtig, dass, das werden wir auch im Tarot nochmal drauf kommen, dass der Eremit eher eine männliche Figur ist. Was wir ja dann interessanterweise, wir werden ja mal gucken, wir haben ja so ein paar feministisch angehauchte Karten dabei, oder zumindest eine, wie die das dann löst. Ja, werden wir mal sehen. Genau. Aber wir sehen hier einen berühmten Eremiten aus der Literatur. Das ist Treffrizent aus Wolfram von Eschenbachs Parzival. Und im Vorfeld haben wir schon so geplänkelt, ob Wagner da einen anderen hineingesetzt hat. Aber natürlich ist maßgeblich Wolfram von Eschenbach Parzival. Das ist die Vorlage. Und da finden wir eben hier Parzival, der hier nicht so nett dargestellt ist, wie ich finde. Also mir gefällt er nicht. Aber wir sehen eben, wie er zum Eremiten kommt. Der Eremit ist der Bruder von Amfortas. Und das Interessante ist, wie kommt Parzival zu diesem Eremiten? Und zwar sucht er ihn nicht gezielt auf. Das heißt, bei Wolfram von Eschenbach, er reitet und lässt dann die Zügel locker. Also er lässt das Pferd den Weg gehen. Und so gelangt er zum Eremiten, so treibt er ihn auf. Also es ist nicht etwas, wo ich absichtlich hinkomme, wo ich sage, so, da gehe ich jetzt hin, sondern ich komme da nur hin, wenn ich locker lasse, wenn ich mich sozusagen in den Zustand begebe, wo ich jemandem anders die Führung überlasse. Das fand ich ganz interessant als Bild. Treffrizent gibt ihm wieder ein paar Ratschläge. Parzival braucht ja, der ist ja in einer ununterbrochenen Entwicklung, braucht also sozusagen Ratschläge und er bekommt auch hier wieder klugen Rat. Und da sind wir genau beim Thema Narr und Eremit, die im Tarot zusammenspielen. Übrigens auch in Märchen, ne, ganz oft, nicht nur hier bei Parzival, trifft ja der junge Held auf einen weisen alten Mann oder eine weise alte Frau, die ihm Ratschläge, Wünsche, sonst etwas offeriert. Und der Narr, wenn ihr euch jetzt mal die Karte von Wade vergegenwärtigt, die wir heute nicht zeigen, der kommt ja aus den Gebirgen herunter, die so im Hintergrund zu sehen sind, weiße Gebirge. Und der Eremit bei Wade, der steht auf dem weißen Berg. Und die Heldenreise, ein Teil der Heldenreise, ist auf jeden Fall abgeschlossen, wenn der Narr sich wieder hocharbeitet in das Gebirge zum Eremiten. Ah ja, interessant. Also auch hier das Gebirge als Symbol für diese Wüste möglicherweise. Das ist ja auch ein Hintergrund, also mir fällt jetzt nur gerade ein, ich habe unterschiedliche Zuordnungen astrologischer Natur gelesen zum Eremiten. Gebirge fällt natürlich Steinbock und Saturn ein, das wäre eine mögliche Zuordnung. Ich habe aber auch Jungfrau gesehen als Zuordnung. Ja, ich weiß, das ist echt tragisch. Aber die, die Jungfrau ist die weit verbreitendste Korrespondenz. Wahrscheinlich, weil das Zeichen der Ernte ist. Mhm. Ja? Aber wenn du diese ganzen Bilder von Eremiten siehst, wie kann man die mit der Jungfrau verbinden? Das ist schon ein bisschen skurril. Aber ja, ich persönlich würde es immer mit einer steinböckischen oder einer saturnischen Energie im Sinne von Kronos Saturn verbinden. Da haben wir nachher noch ein paar Hinweise aus den älteren Tarotdecks, die das möglicherweise unterfüttern. Und ich habe am Anfang den Onuphris gezeigt mit dem Totenschädel, dieses Memento Mori, der Gedanke, ich bin sterblich, es ist nur meine körperliche Hülle. Das passt, glaube ich, zum Steinbock besser als zur Jungfrau, bin ich ganz deiner Meinung. Ja. So, und dann sind wir auch schon bei den Tarotkarten, liebe Leute, angekommen. Und yes. Es ist natürlich verkehrt herum, ich weiß, aber... Hätte niemand gemerkt, wenn du es nicht einen ständig darauf hinweist, Christoph. Aber wir lernen jetzt mal eben von rechts nach links zu lesen. Wir wissen ja, dass Tarot auch angeblich mit jüdischem Geheimwissen in Verbindung gebracht wird. Von daher, die lesen sowieso in diese Richtung. Es ist alles gut. Entspann dich. Also, wir haben letztes Mal über die Gerechtigkeit geredet vor 14 Tagen und schaut euch doch einfach nochmal das Video an, wenn ihr dazu noch Informationen haben möchtet. Wie Christopher schon erwähnt hat, die Reihenfolge der Gerechtigkeit im Tarotspiel ist strittig. Manche sagen 8, andere 11.
werden wir bei der 11 nochmal thematisieren, die jetzt ja gar nicht mehr in so weiter Ferne ist. Die Karte Nummer 9 ist dann den Eremiten zugeordnet. Vinneves, natürlich kannst du gerne als Jungfrau auch eremitisch drauf sein, aber die Assoziation eines alten Mannes, der immer auf den Tarotkarten, wie jetzt hier auch auf dieser aus dem Tarot de Marseille dargestellt ist, mit einer jungen Frau in Verbindung zu bringen, finde ich persönlich schwierig. Das ist für mich nur über die Funktion der Ernte, die diesem Zeichen zugeordnet ist, oder das Zeichen fällt ja auch in die Zeit der Ernte, stimmig. Mhm. Also nur rein abstrakt, nicht als bildliche Darstellung. Was eine Verbindung zur Jungfrau schafft, ist, dass wir die Zahl 9 haben. Die 9 ist 3 mal 3 und wird daher gerne numerologisch in Verbindung mit der Herrscherin gebracht, über die wir ja auch schon ein Video gemacht haben. Die Herrscherin ist jetzt keine Jungfrau, ne? Die ist hochschwanger, aber sie ist praktisch der Ausgang des Lebens. Sie steht für die Geburt. Und der Eremit steht für die Ernte dessen, was ich in meinem Leben, vor allem in der Zeit des Wagens, in der Zeit der Liebenden, angestoßen habe, jetzt ernte. Also immer wenn wir den Eremiten ziehen, wird es irgendwas mit einer Erntekonstellation zu tun haben. Die 9 ist sowieso eine sehr wichtige Zahl, weil ja die Satzkarten von 1 bis 10 immer nur gehen. Dann haben wir noch die Hofkarten. Und die 9, die steht immer für einen Abschluss. Mhm. Das heißt, wenn wir bei der 9 sind, dann wird irgendetwas in unserem Leben abgeschlossen. Mhm. Und wir sind aufgefordert, nochmal alles Revue passieren zu lassen. Mhm. Daher die Lampe, ne, die von... In der Kartensprache haben wir immer Richtungen auch, die wir mit einbeziehen. Also, warte mal ganz kurz, bevor du, wo du weitergehst, da möchte ich ganz kurz hängen bleiben, sonst vergesse ich das. Abgeschlossen, das finde ich einen interessanten Punkt, weil wir ja das Thema Klausur auch wieder haben. Ja. Ich schließe mich ab. Also abschließen heißt ja nicht nur etwas zu Ende bringen, sondern auch sich auf sich selbst wieder zurückbesinnen. Das wollte ich noch mal reingeben. Und ich würde gerne bei der Zahl 9 noch mal was fragen. Und zwar die 9 taucht in mythischen Zusammenhängen immer wieder auf. Zum Beispiel die 9 Musen oder 3x3 die Nornen des Schicksals zum Beispiel. Ja? Siehst du da einen Zusammenhang mit der Zahl 9 und dem Eremiten? Also ich sehe auf jeden Fall diese Verbindung der 9 mit der 3. Die Musen lassen sich ja auch immer auf 3 Hauptmusen runter reduzieren, die anderen 9er-Konstellationen eigentlich immer auf die 3, die natürlich mit der dreifachen Göttin verbunden ist. Mhm. Ne? Jungfrau, Herrscherin, schon wieder im Tarot, Jungfrau, Mutter und alte Weise. Mhm. Die alte Weise haben wir auch im Tarot. Die gibt es. Na, die Hexe, die Mystikerin, das ist die Zahl 18, der Mond. Aha. Mh. Und 18 ist natürlich in der Quersumme 9. Wieder 9. Aha, interessant. Mh. Okay. Ja, das wollte ich nur noch mal, bevor es verloren geht. Vielleicht nehme ich aber einfach das mal auf. Schauen wir uns doch mal die Attribute an. Wir haben eine Laterne und wir haben einen Stab. Ich glaube, und meistens hat er so eine Art Google, also so wie ich jetzt hier, eine Kapuze an. Kannst du zu diesen Symbolen noch was sagen? Ja, ich war ja gerade dabei, etwas zu erklären, als ich grob unterbrochen wurde. Grob. Und zwar habe ich... Ich habe dir einen Holzscheit zwischen die Beine geworfen. Frauenpower. Ach, die grobe Güte. Wir sind jetzt hier beim Eremiten, liebe Kirsten. Also, was ich sagen wollte, ist, dass wir im Tarot... auch sehr auf Blickrichtungen achten. Mhm. Und der meiste, also so wie der Eremit dargestellt ist, schaut er in die Vergangenheit. Mhm. Und das ist meistens so, ja. Die linke Seite ist die Vergangenheitsseite, die rechte ist die Zukunftsseite. Die Gerechtigkeit schaut uns direkt an, ne? Mhm. Also da sind wir voll in der Gegenwart. Und der Eremit muss zurückschauen, vor allem auch das, was durch die Gerechtigkeit ihm widerfahren ist.
Weil das ist ja Ursache, Wirkung. Und jetzt ist der Eremit in einem Zustand, wo er entweder erntet, weil er gut, gerecht war, oder er ist in einem Zustand, wo es ihm extrem schlecht geht, weil er nicht gerecht war. So, das ist der Hintergrund der Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Eremit. Zu den Symbolen. Darf ich ganz kurz hier nochmal einhaken, Kirsten? Hat das was zu tun mit Buße? Ich muss Buße tun, weil ich jetzt vor der Gerechtigkeit irgendwie einen Richterspruch über mich ergangen hat? Also, das wäre christlich gedeutet. So nach dem Motto, jetzt stell dich in die Ecke und denk mal über deine Fehler nach. Ja, das würden jetzt die christlich Denkenden wahrscheinlich so sagen. Aber eigentlich ist es eher eine Aufforderung, immer die Karte Eremit, mit sich selbst ins Gericht zu gehen und zu überlegen, wie könnte ich jetzt etwas für mich herumreißen? Mhm. Also der Eremit taucht oft auf in Situationen, wo es uns nicht gut geht. Okay. Mhm. Wo wir vielleicht auch tatsächlich krank sind. Er steht für chronische Krankheiten auch. Mhm. Und da kann man nicht sagen, es geht um Buße, weil wir werden nicht krank als Strafe. Ne? Aber oft haben Krankheiten auch etwas mit unserem Lebensstil oder dem, was uns widerfahren ist oder sonst etwas zu tun. Mhm. Und das sind meistens Krankheiten, die vom Eremiten begleitet werden. Es sind oft auch Themen wie depressive Verstimmung oder Schwermut im weitesten Sinne. Das kann oft dafür stehen. Und die Aufgabe beim Eremiten ist dann immer, was für sich zu tun, in die Vergangenheit zu reisen, meinetwegen auch mit therapeutischer Hilfe. So, und damit bin ich bei der Symbolik der Laterne, ne, die dafür steht, dass man die Vergangenheit beleuchten soll, auf der einen Seite, die aber auch dafür steht, dass wenn ich meine Vergangenheit beleuchte, wie das der Trippelfatz oder wie er heißt aus Parsival. Treffizient. Sagte ich ja. mit Parsival macht. Das, was ich erfahren habe in der Beleuchtung der Vergangenheit, anderen Menschen weitergeben kann. Der Cloak, der Umhang, steht dafür, dass er, also der ist hier ja offen gezeigt gerade, aber er kann sich jederzeit in die Versenkung, in die absolute Abgeschlossenheit, in die Klausur begeben. Also so. Genau. Genau. Hatte ich auch überlegt, ob ich das heute mache, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Der Stab, der auch ein Symbol ist, steht meines Erachtens dafür, dass Stab ist ja im Tarot ein Symbol für Feuer, dass ich lerne, in einer Eremitenphase mich nur auf mein eigenes Feuer, auf mich selbst, auf das, was in mir ist, mich zu verlassen. Ist natürlich auch ein Hinweis auf Alter. Ne? Also der Stab wird ja als Symbol des Alters gesehen. Ne? Wenn man sich auf das dritte Bein stützen muss sozusagen, dann hat man ein gewisses Alter erreicht. Andererseits ist der Stab natürlich auch ein Hilfsmittel, um vorwärts zu kommen. Ja, also ich denke mal, viele von euch, die vielleicht in den Bergen wandern gehen, die wissen das zu schätzen, auch wenn sie jetzt kein hohes Alter erreicht haben. So ein Stab hilft einem einfach auch, den Weg sicher zu gestalten. Ich finde es interessant, weil jetzt komme ich ganz kurz auf das, was ich gelesen habe, dass auf Englisch lesen wir ja gerade oder hier Französisch Ermit, auf Englisch Hermit. Da ist noch ein H davor, also Eremit. Und ich habe euch ja am Anfang gesagt, natürlich kommt von Hermos die Wüste. Aber es gibt natürlich auch eine Theorie, die besagt, dass es von Hermes kommt und dass Hermit oder Hermit der kleine Hermes sein soll. Und da wird natürlich dieser Stab auch wiederum zu was anderem, nämlich zu einem der Stab des Caduceus und vielleicht auch eben ein Stab, der noch eine ganz andere Bedeutung hat, wie wir vielleicht dann später sehen werden. Ja, wobei wir auch sagen können, das ist ja Jungfrau zugeordnet durch den Golden Dawn. Mhm. Also da steht ja Merkur dahinter, Hermes. Von daher, da wird natürlich auch mitgespielt. Da wird mitgespielt, ja. Ja, interessant. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir weiter und schauen uns mal ältere Darstellungen an.
Ich habe mal die aus dem Visconti-Tarot auf der linken Seite und das andere ist so ein, muss auch älter sein, vielleicht auch die Zeitstellung, vielleicht kannst du was drüber verraten. Aber hier sehen wir was ganz Interessantes. Wir sehen hier zwar den Stab auf der einen Seite, zumindest der eine hat einen Stab, aber beide halten einen Gegenstand hoch, der eben keine Laterne ist, sondern ein Stundenglas. Genau. Ich weiß auch nicht genau, aus welchem Tarot das rechts ist. Ich habe dir das nur geschickt. Ich müsste das nochmal recherchieren, weil eben auf beiden Abbildungen ein Stundenglas zu sehen ist, mhm, statt einer Laterne. Auf meiner Seite ist aus dem Visconti Sforza Deck. Mhm. Und das ist das, was ich schon meinte. Der Eremit wird auch gerne als Gevater Zeit in Verbindung mit Kronos, Saturn gebracht. Wenn ihr euch entsinnt, wir hatten auch schon bei Herrscher und Herrscherin das Thema, dass da Juno und Jupiter abgebildet werden. Also hier wird auch gerne im Tarot, gerade in der Zeit der Renaissance, die Karten stammen ja aus der Renaissance, mit Gottheiten gespielt. Mhm. Gülden fragt, also mit Leidenschaft voranzugehen, oder wie ist das gemeint? Ich weiß nicht genau, worauf du dich beziehst, Gülden. Vielleicht auf die Lampe. Auf die Lampe. Nee, Leidenschaft ist da nicht so das. Ach so, wegen des Stabes wahrscheinlich. Ja, genau, wegen Feuer. Nee, also ich sehe das Feuer nicht immer nur für Leidenschaft stehen, sondern auch für unsere Vitalität und für das, was unseren Willen darstellt. Das heißt, der Eremit, der ja hier auch wieder bei dem Visconti-Dex einen schönen, also einen starken Stab hat, der ist voller Fähigkeit, sich auf seinen Willen und das, was er an Wissen und Erfahrung in sich trägt, zu stützen. Ich finde es interessant, dass wir, ich möchte mal auf Lampe versus Stundenglas zurückkommen. Die Lampe ist ja auch etwas, was bedeutet, ich möchte vorwärts kommen. Ne? Sonst brauche ich die Lampe. Die beleuchtet meinen Weg, könnte man sagen. Das Stundenglas verändert das Ganze ein bisschen. Denn ich gucke sozusagen, wie die Zeit verrinnt. Ne? Ich bin also völlig in der Introspektion. Ich bin völlig auf mich konzentriert und lebe sozusagen nur in dem Gedanken der Sterblichkeit. Ne? Irgendwann ist dann eventuell, Entschuldigung, dann einfach das die Zeit abgelaufen, ja. Also da kommt noch mal da geht's nicht um Vorwärtskommen, sondern eigentlich nur akzeptieren, oder? Damit sind wir wieder bei dem Thema des Abschlusses, das ich genannt habe mit der 9. Und der Eremit ist die Karte des Alters. Okay. Und dessen des Ordnens, da sind wir wieder bei der Wüste, dessen, was ich so erlebt habe, und das muss sich ja nicht nur auf mein Alter beziehen, das kann sich auch um ein bestimmtes Thema handeln, wo ich ordnen muss, wo ich Ablage machen muss sozusagen. Also eher der rückläufige Merkur als der direktläufige Merkur, der Eremit, ne? Und all das, was damit verbunden ist. Ja, kommen wir zu den beiden berühmtesten Tarot-Decks, zumindest in unseren Breiten und in den Staaten. Das ist einmal Crowley auf deiner Seite und also Crowley Harris und Wade Smith auf meiner Seite. Ja, und die beiden sind natürlich sehr unterschiedlich. Wir sehen, also ich meine, ich bin ja ich mag das Deck von Frieda Harris sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ich erlebe die Wade-Smith-Variante immer so ein bisschen puritanisch, aber auch klassischer. Ne? Also da können wir viel deutlicher die Verwandtschaft entdecken zu den älteren Tarotformen. Crowley hat natürlich noch was ganz anderes draus gemacht. Da kommt übrigens der Hund wieder vor, sehe ich beim Crowley gerade. Ja, der Höllenhund. Christopher, du musst jetzt stark sein. Oh nein. Und Gülden, vielleicht erweitert es jetzt doch noch dein Bewusstsein. Ich kannte mal eine Frau, die mir auf die Frage, welche Karte sie als besonders erotisch empfindet, gesagt hat, der Eremit. Und das hat mich schon etwas schockiert.
gerade der Weltvariante nicht so erotisch finde. Ich habe sie dann gefragt, ob sie den langen Stab meint. Oder man könnte ihn natürlich auch so ein bisschen als einen Flasher sehen, wenn man das unbedingt möchte. Also. Ich habe gesagt, du wirst stark sein. Ja, ich bin. Was ich damit sagen möchte, ist, dass der Gedanke der Vitalität natürlich auch Sexualität beinhaltet. Und da liegt dann Gülden gar nicht so weit entfernt von der Leidenschaft. Mhm. In der Wade-Variante haben wir das tatsächlich nicht wirklich so. Ne? Da ist eigentlich das nochmal wiederholt, was ich eben schon beim Tarot de Marseille gesagt habe, mit der Ergänzung, dass er jetzt hier in den Bergen steht. Mhm. Ja, also das können wir nicht so genau sehen, aber es ist davon auszugehen, weil die Berge auf anderen Karten immer in dieser Form dargestellt werden, so weiß und es passt halt auch zu diesem Steinböckischen der Karte, dass er sich da oben befindet. Und er schaut in diesem Fall die Lampe nicht selbst so an, sondern er leuchtet quasi nach unten. Mhm. Und das ist ein Symbol dafür wieder, dass er den Narren leuchten kann, nach oben zu finden. Oder überhaupt, wie das Eremiten ja auch getan haben, wartet, bis jemand zu ihm kommt, um dann von seiner Weisheit zu profitieren. Mhm. Die nicht immer unbedingt in Worten übertragen werden muss. Ne? So, das ist das eine. Und bei Crawley sehen wir eine direkte Anspielung auf Sexualität. Mhm. Der Eremit ist geformt wie ein wichtiges Teil, das zum Zeugungsakt benötigt wird. Meinst du einen Phallus? Einen Phallus, aber einen sehr beweglichen Phallus. Mhm. Der auch noch so die Haare, also ich überlasse das eurer Fantasie. Mhm. Ich kann da nichts erkennen, aber... Mh. Ja, ist mir schon klar, aber ich bin mir sicher, dass andere mir folgen können. Der durch ein Weizenfeld jagt auf ein Ei zu. Und dieses Weizenfeld hat eine Spalte, die man durchaus auch mit einem weiblichen Organ in Verbindung bringen kann, wenn man das denn möchte. Und bitte... Mhm. Achtet nicht so sehr auf die Karte, sondern lieber auf Christophers Gesicht. Das ist lustiger. Und ich wage mich nicht weit vor, wenn ich sage, der Stab ist zu einem Spermatozoon geworden. Ganz genau. Genau, das Spermium ist auch zu sehen, nämlich vorne bei den Hunden auf der anderen Seite. Also hier direkt auf meinem, da muss ich so machen, hier, da ist das Spermium. Das fließt alles ein. Wir haben also hier, und da sind wir wieder bei der 3 und der 9, einen Akt der Befruchtung. Mhm. Etwas Altes stirbt, es kommt aus der Hölle. Ne? Der Eremit war in der Hölle, laut Crawley und Harris, kommt wieder nach oben mit dieser strahlenden, leuchtenden Lampe und geht nun, befruchtet nun etwas, was dann wieder aufgehen wird. Und da sind wir dann bei der 10 angelangt, über die wir beim nächsten Mal sprechen werden. Mhm. Übrigens ein sehr schönes Beispiel hier für die projektive Geometrie, die Frieda Harris anwandte. Das ist eigentlich so das krasseste Beispiel. Man sieht hier ganz viele verschiedene Perspektiven, die dazu führen, dass Menschen schwindelig wird, wenn sie dieses Deck ansehen. Und das ist nicht so sehr der Grund, dass das ein böser Schwarzmagier gemalt hat, sondern die Karten sind nach einer Technik von Rudolf Steiner gemalt worden, die wirklich so Zustände von Trance leichter herbeiführen. Ja, kann ich bestätigen. Also ich finde, also mal abgesehen von all dem, was du jetzt gesagt hast, Kirsten, finde ich diese Karte wunderschön. Also sie ist auch eine der Karten, die wirklich sowas Magisches hat. Auch durch diesen Fokus, er trägt ja in dieser kristallinen Leuchte die Sonne. Bei Wade Smith ist es ja so ein Stern, der da drin ist, so ein sechszackiger Stern. Also da ist viel drinnen, was ich finde auch, wie er da so auf dieses orphische Ei, das Ei mit der Schlange blickt, das ist sehr, sehr dynamisch. Im Gegensatz zu dem, was man sonst beim Eremiten findet, der durch den Stab alleine schon, der steht da wie, als ob er den Stab verschluckt hätte, steht er ja da bei Wade Smith. Wir müssen uns auch nochmal die Frage stellen, wann geht denn Jesus 40 Tage in die Wüste? Er tut das, bevor er
zum Prediger wird, bevor er seine berühmte Bergpredigt hält. Und das bedeutet, der Eremit ist das Stadium des Eremiten, auch wenn ihr jetzt selbst euch die Karten legt, ist das Stadium, in dem ihr mit euch selbst ringt. Auch die Frage nach dem Lebenssinn ist immer ein Thema beim Eremiten. Das Beste rausholt, was ihr meint, das ist es, da will ich hin für mich und dann damit nach draußen geht. Mhm. Und das wird mit Crawleys Karte schön gezeigt. Es ist vor allen Dingen auch, sagen wir mal so, was man vielleicht sich vorstellen kann. Der Eremit allein im Wald. Wie geht er mit den Versuchungen um? Ne? Und Sexualität ist ja eine große Versuchung. Und in der christlichen Moral ist natürlich der Verzicht auf Sexualität, der Zölibat, natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, also das heißt, auch Autoerotik, ich formuliere es jetzt mal so, ist natürlich streng verboten. Wobei es ja andere... Er sollte seinen Stab nicht anfassen, der Eremit, ist mir schon klar. Diese Falten. Wir können uns drüber streiten, ob er ihn kontrolliert oder ob er ihn anfasst. Ich weiß es nicht. Ne? In diesem Fall, aber in jedem Fall sehen wir, also das Thema Autoerotik ist ja, glaube ich, bei der Wade-Smith-Variante deutlicher, während wir ja nun bei Crawley mehr weg von der Autoerotik gehen. Nämlich, da geht es ja um Befruchtung, also um, ich sage jetzt mal, echte Sexualität. Keine Ahnung, ob das jetzt der richtige Ausdruck dafür ist. Nein? Lass uns einfach die nächsten Karten betrachten. Kirsten, du bist rot geworden. Ja. Wie habe ich das hingekriegt? Wir kommen zu was ganz Unverfänglichen, zu einer Schlange. Und ja, zu The Hermit und hier aus einem Tarot, das du sehr gerne immer wieder zitierst, weil du den Künstler ja auch mal interviewt hast. Ich weiß gar nicht, wo kann man eigentlich dieses Interview mit dem Herrn, dessen Name ich mich jetzt nicht erinnere? Auf den YouTube-Kanal des Tarot e.V., Tarotverband. Und der Herr heißt Robert M. Place. Ah, Robert M. Place. Ich wusste doch. Und ja, da hast du ein sehr schönes Interview geführt und da erklärt er auch so ein bisschen, wie er zu diesen alchemistischen Traditionen kommt. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal so ein bisschen drüber, bis auf die Schlange, die er jetzt hier einführt, die vielleicht eine Anspielung auch, es ist natürlich der Ouroboros, die sich in den Schwanz beißende Schlange. Und also die Schlange sehen wir auch schon bei Crawley, ne, auf dem Ei. Stimmt, genau, da ist sie auch schon mal drauf. Aber ich würde mal sagen, wir gucken mal schnell weiter, weil uns die Zeit auch ein bisschen davonläuft. Ja, das finde ich nochmal ein interessanter Vergleich. Genau, also hier, das hast du ja auch schon eingangs gesagt, haben wir eine Variante des Eremiten als Frau dargestellt, also die Eremitin, was ich sehr schön finde. Vor allem gefällt mir dieser moderne Bezug, dass es nicht mehr die Lampe ist, die sie braucht oder mit der sie leuchtet, sondern es ist ein Laptop. Mhm. Ich bin ja der Ansicht, die klappt dieses Laptop zu, weil sie es nicht mehr benötigt, weil sie alles Wissen jetzt in sich trägt, was der Laptop per Google hergeben kann. Andere können sagen, okay, sie muss jetzt gerade was recherchieren. Auch Recherche ist ein wichtiges Stichwort beim Eremiten, das ist eine gute Recherchekarte. Eben im Rückzug oder geh ins Schweigeseminar oder sonst etwas ist ein Hinweis bei dieser Karte. Aber ich finde es einfach eine schöne, moderne Umsetzung und sie ist auch wesentlich lebensfroher dargestellt, als es auf einigen Tarotdecks der Fall ist. Ja, was ja auffällt, ist hier, dass die Außenszene jetzt in eine Innenszene umgewandelt wird. Wir befinden uns in einem Turm oder irgendeinem Zimmer. Ich denke immer, man kann das ja so sehen, wie man will. Manchmal klappt sie ihn auf, manchmal klappt sie ihn zu. Ich sehe gerade nur ihre Handgeste, die so eine abwehrende Geste eher ist. Und ich denke eher, dass das eher für deine Deutung spricht, dass sie es zumacht. Ja, und diese, ne, also sie hält das so ein bisschen weg. Tschüss, genau. Daniela. Genau. Und ja, dann würde ich mal sagen, Modern Witch Tarot, haben wir das schon erwähnt, das ist das Modern Witch Tarot von der Lisa. Genau, aber ich glaube, Leute, die hier regelmäßig gucken, kennen das inzwischen. Dann habe ich hier noch, also auch den linken, auf der linken Seite The Hermit mit dem brennenden Dornbusch in Verbindung gebracht.
Da sehen wir also deutlich eine Moses-Gestalt im Hintergrund. Ist eine interessante Deutung wiederum. Mir würde das zu weit gehen. Also ich. Ja, also er war ja auch 40 Tage auf dem Berg Sinai, allerdings nicht mit dem brennenden Busch in Verbindung, sondern um die 10 Gebote zu bekommen. Aber ich glaube, was da wichtig ist, ist dieses Moment, der ich versenke mich und werde dadurch zu einer Erleuchtung geführt. Mhm. Ja. Und die Karte daneben von Röhrig finde ich sehr schön, weil der Eremit halt wirklich als so eine Maske dargestellt wird. Wir sehen einen, das kann man nicht so gut erkennen, aber es ist ein Labyrinth auf dieser Maske aufgezeichnet. In seinem leeren Kopf befindet sich quasi ein großes Fragezeichen. Wir haben auch noch weiter unten Anspielungen auf die Wait-Karte. Und das ist so dieses Thema, wer bin ich? Wozu bin ich hier? Was soll ich sein? Und ist das, was ja vielleicht auch ein Thema des Eremiten ist, dieses, was ist äußerlich? Ist Äußerlichkeit wichtig? Ne? Was sind meine inneren Werte? Ein Thema ist. Er hat ja interessanterweise das der Rune Issa zugeordnet. Issa, also die, wie ein I ausschaut, oben rechts. Und das ist die Rune des Stillstands, zu seiner inneren Mitte finden, alles von sich, alle Ablenkungen ablehnen und sich voll und ganz auf sich selbst besinnen. Ja. Das finde ich nochmal. Das passt ja dann mal sehr gut. Das passt in dem Fall sehr gut. Deswegen finde ich, passt das bei Moses nicht so gut, mit dem brennenden Dornbusch. Weil das natürlich auch wieder etwas ist, was von außen auf mich kommt. Etwas, was geschehen muss. Während jetzt auch die Lampe, die er trägt, die Laterne, die er trägt, die beleuchtet seinen eigenen Weg. Ja, also ich finde da, mir gefällt die Interpretation mit dem Dornenbusch nicht so gut. Ja, aber ob der tatsächlich von außen kam, der Dornenbusch, wissen wir ja nicht. Er weiß, welche Pilze er vorher gegessen hat und das alles nur Einbildung war. Ja, aber hier sehen wir es auch wieder nochmal anders gedeutet. Auf der linken Seite sehen wir ganz klar, der Stab wird auch, also zuerst habe ich gedacht, der hat eine Keule in der Hand, mit der er sich wehren will, aber das könnte auch bewusst Assoziation sein. Wir sehen also ich würde sagen, es geht auf die, ich würde sagen, es sind die Versuchungen des Antonius, ne, die hier dargestellt werden. Auch ein berühmter Eremit, über den Flaubert sich lange ausgelassen hat. Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir die Karten von Frank Glahn. Das ist das Vice Versa, soweit ich weiß, ne, was mit dem Antonius. Und die Glahn-Karte finden Christopher und ich beide ganz amüsant, weil diese Taschenlampe da abgebildet wird, was natürlich auch wieder ein hübsches, modernes Bild ist. Und er ist in Bewegung, das passiert ja auch selten. Ne, dass und er geht in die Zukunft. Genau. Also hier haben wir das Hermetische in Sachen von Hermes Merkur ganz gut dargestellt, finde ich. Mhm. Ja, zuletzt habe ich hier noch zwei sehr unterschiedliche Künstler-Tarots. Auf der linken Seite, mir gefällt der gut, der erinnert mich ein bisschen so an den Green Man, den grünen Mann, das ist auch so druidesk, es ist sehr grafisch, ich finde den ganz witzig, könnte auch also ein Merlin Künstler sein. Deck ist es nicht, es ist ein magisches Deck, heißt The Magical Tarot und ist von Anthony Clark. Mhm. Von wann stammt das ungefähr? Das ist aus den 80ern. Aus den 80ern, aha, auch schon etwas länger her. Mhm. Und also es ist nicht mehr erhältlich und ihr könnt es noch so für 400 Euro irgendwo bekommen, wenn ihr mal Glück habt. Ist eins meiner Decks, mit denen ich gerne privat arbeite. Mhm. Und da gefällt mir halt gerade diese Reduzierung immer auf die Gesichter sehr gut. Mhm. Und das andere ist von der Katrin Welz-Stein, die, da hast du ja schon erwähnt, ne, dass sie eine Meerjungfrau dort abbildet. Also hier geht es mal ein bisschen Richtung Jungfrau tatsächlich. Mhm. Und was ich sehr schön an dieser Karte finde, ist auch diesen Überblick, den sich diese Figur verschafft. Ne? Also sie erkennt, dass die Erde rund und nicht flach ist, weil sie sich auf eine Säule begibt. Erkenntnisse sind ein wichtiges Stichwort auch für den Eremiten. Und wir haben ja auch eine Anspielung auf die Säulenheiligen, die ja auch Eremiten sind. Ja, eher so Asketen.
Weil die ja oft auch mitten in der Stadt sind. Ne? Also, da hast du recht, ja. Also sagen wir so, aber trotzdem entrückt oder abgehoben vom Materiellen. Da kommt dieser asketische, auch Fakir-Gedanke vielleicht wieder hin, weil es natürlich sehr anstrengend, immer oben auf einer Säule zu stehen oder dort zu meditieren. Ja. Warum sie allerdings eine Meerjungfrau gewählt hat, ob das nur die Anspielung auf Jungfrau ist, ich bin mir nicht sicher. Also da weiß ich nicht. Also das entzieht sich mir, was da jetzt die Meerjungfrau mit dem Eremiten zu tun hat. Zumindest ist es mal eine weibliche Gestalt. Das ist ja auch schon mal. Also die Katrin Weltstein hat sich stark, die ist ja keine Tarot-Künstlerin, sondern eher eine intuitiv arbeitende Künstlerin, und sie ist, hat gespürt, dass da mehr Weiblichkeit in das Deck soll, hat es aber anders umgesetzt als im Modern Witch Tarot, sondern mehr so mystische Gestalten erschaffen, die aber alle sehr stark eine weibliche Tendenz haben. Also mir gefällt es sehr gut, also ich mag erstens die Kunst sehr, aber mir gefällt es auch sehr gut, dass dort eben tatsächlich auch neue Dimensionen ins Tarot mit einfließen, die vorher so gar nicht sichtbar sind. Also das ist schon fast eine Eigenkreation, inspiriert von Tarot, und das muss man natürlich mögen, und ich glaube, wenn man mit so einem Deck arbeitet, dann wird man auch vielleicht andere Bedeutungen gewinnen, als man sie möglicherweise mit einem klassischen bekommt. Ja, und das ist das Tolle an neuen Tarots. Also ich finde, immer uns zu wiederholen mit Neuauflagen, sogenannten Klonen, bringt uns nicht so viel weiter. Es ist toll, wenn es Künstler und Künstlerinnen gibt, die ihre eigene Bedeutung dann einfließen lassen, und es entwickelt sich weiter und weiter. Und ich finde das super, wie sich immer mehr Menschen auch befreien von den Bildern. Das sehe ich als Steinbock natürlich grundsätzlich anders. Aber Kirsten, wir kommen allen auf die Zielgerade zu, und das heißt, wir wollen noch eine Tarotkarte für euch ziehen, so gehört sich das. Ich muss dazu kurz aufstehen, ich habe es nicht griffbereit. Mit was legst du denn heute, Kirsten? Ja, ich nehme natürlich ein besonders asketisches Deck, das Lifeline Tarot von Thomas the Tarot Hermit. Von daher besonders passend. Und während Christopher seine Karten sucht, könnt ihr euch ja schon mal entscheiden, ob ihr lieber von mir oder von Christopher orakelt bekommen wollt. Ihr wart übrigens heute teilweise sehr still. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid mir so introspektiv, weil wir so tiefschürfend geredet haben heute. Ich würde jetzt einfach einen Tagesimpuls, nein, lassen wir ruhig einen Wochenimpuls ziehen für euch. Und Christopher kann ja dasselbe tun, falls er seine Karten findet. Sonst ich habe sie gefunden. Sehr gut. Ich dachte schon, du musst sie imaginieren. Nein, ich habe sie in mir, in meinem Inneren gefunden. Nein, ich werde heute mal was ganz Ungewöhnliches tun, Kirsten. Ja. Das Brady-Tarot. Willst du es gleich erkennen? Ich kenne da gar nichts. Ja, weil es grün ist. Ah, das ist das Modern Witch Tarot. Genau, ich lege heute mit dem Modern Witch. Ja, Christopher, da kommst du jetzt nicht mehr raus aus der Traditions-Steinbock-Mann-Nummer. Hier, Tanja sagt schon hier, Kirsten, Frauenpower, ne? Ja, und ich bin derjenige, der wirklich für die Frauenpower sorgt. Ich sitze nicht länger. Und ziehe eine Karte für euch. Möchtest du beginnen, lieber Christopher? Nein. Also habt ihr euch überhaupt schon entschieden da draußen? Ja, ich glaube, die Leute haben sich entschieden. Also ich fange dann einfach mal an und habe für euch die Sonne gezogen. Die Sonne hat ja viel mit dem Narren auch zu tun. Ne? Sie ist quasi die Erfüllung des Narren, zu sich selbst zu finden, das innere Kind zu leben. Und das ist aber auch etwas, was der Eremit tun soll. Ne? Also, oder was im Idealfall passiert, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, unseren Selbstwert stärken dadurch und froh und entspannt durchs Leben gehen. Also die Sonne ist nicht nur ein Hinweis darauf, dass alle, die sich auf die helle Kirstenseite der Macht gesellt haben, in der nächsten Woche gut gelaunt und sonnig durchs Leben gehen dürfen, sondern dass ihr auch die Chance habt,
zu spielen und einfach ja mehr noch zu euch selbst zu finden. Mhm. So, und damit höre ich auf zu witzeln und übergebe. Ja, ich habe diese Karte gezogen, den Stern. Auch nicht schlecht, ne? Es ist jetzt, wie gesagt, ich sitze hier vor einer Greenscreen, deswegen scheint das hier so durch, da ist einfach viel Grün drin. Ich gucke mal, ob ich das in irgendeiner Form, naja, ist ja egal, ihr seht das ja, ne? So, und ich habe den Stern gezogen, hier in der Variante der Lisa Stirl, da sehen wir auch, was bei Lisa Stirl, finde ich, ganz interessant ist, sie wählt eben nicht die klassischen Proportionen bei den Menschen, die sie abbildet, sondern völlig vielfältig. Und da sehen wir eben hier eigentlich ist es so ansonsten recht nahe am Original. Aber es ist eine sehr weibliche Karte. Und ich finde, das passt ganz gut, weil für mich bedeutet der Stern, wir könnten da gleich auch noch mal, der Stern ist ja auch unsere Jahreskarte, wenn mich nicht alles täuscht. Und, nein? Kirsten, ich weiß nicht, worauf du jetzt gerade abschließt. Deute doch erstmal und dann kläre ich. Ich deute erstmal. Es gibt ja ein Event zum Thema Stern, darauf will ich hinaus. Die Jahreskarte vom Tarot e.V. Genau. Ja, da hast du vollkommen recht, ja. Da habe ich doch recht. Ja, da hast du recht. Und da erzählst du gleich noch was dazu. Das ist nämlich interessant. Bleib also dran. Ja. Ich mache es auch kurz. Für mich ist der Stern wichtig. Für mich ist es der Leitstern. Es ist sozusagen das Entdecken, dass wir ein Ziel haben, auf das sich unsere Hoffnungen richten dürfen. Es ist die Karte auch, die mir sagt, ja, wir bewegen uns auf etwas zu, das vielleicht noch in der Ferne funkelt, aber von dem wir jetzt schon profitieren können. Sowas wie der Polarstern, eine Orientierung, die wir haben in der Welt. Ja, der Stern ist ja auch, die Frau ist in einer, ist auch zurückgezogen auf ihren persönlichen Leitstern und setzt gerade ihre Ziele für die Zukunft. Und der Eremit, der bereitet, glaube ich, vor, dass wir überhaupt den Stern erleben dürfen, weil er mit der Bewältigung der Vergangenheit uns befähigt, klare neue Ziele für die Zukunft zu setzen. Er trägt also ja Stern den Stern in der Lampe drin, ne? Also ganz genau. Jetzt ist er freigesetzt. Genau. Mhm. Schön. Ganz genau, das ist das Thema. Ja, der Christoph hat es erwähnt, am nächsten Sonntag werden wir wahrscheinlich gar nicht online gehen, weil wir beide Mitglieder des Tarot-Verbandes sind und beide Vorträge halten werden bei unserer ersten Online-Veranstaltung des Tarot e.V., die nicht auf Facebook stattfindet, sondern in einem geschützten virtuellen Plattform, und das Thema wird der Stern sein. Es gibt also Vorträge zu erleben von Christopher und mir, aber auch noch von vielen anderen interessanten Leuten, und es wird sich alles um den Stern drehen. Christopher, du bist ja da ganz traditionell beim Stern, ne? Du redest, glaube ich, über Crowley, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also warum der Stern in der crowleyanischen Philosophie so viel Verwirrung angestiftet hat. Und es geht ein bisschen um Kabbalah, es geht um den Stern selber und es geht um den berühmten Spruch, jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Ganz genau. Und ich greife in meinem Vortrag dieses Thema auch auf und werde über die weibliche Lust und Sinnlichkeit reden, die man auch im Modern Witch Tarot, finde ich, ganz schön sah. Dabei fällt mir ein, dass Kurt, gestern habe ich mit Kurt ein, das kann ich jetzt noch nicht sagen, das spoilere ich. Aber wo kann man erfahren, was du jetzt sagen wolltest, Kirsten? Genau. Ich werde heute kein Live-Taroskop machen. Das habe ich gestern schon aufgenommen. Und mein entzückender Kurt hat sich dazu gesellt und Karten gezogen. Ihr werdet das ab 16 Uhr abrufen können auf dem Kanal der Mantika. Und da werdet ihr dann auch etwas über die Deutung des Sternes aus einer kindlichen Perspektive erfahren. Aber um nochmal zurückzukommen auf das Thema am Sonntag, Christopher yes. wird das sicher auch noch verlinken in den Show Notes. Ja, Kirsten, das werde ich auf alle Fälle tun.
Dieser Vortragstag ist von 8.30 Uhr, glaube ich, bis abends um 5. Er kostet euch weniger als 40 Euro und es wäre toll, wenn ihr dabei seid. Damit eingeschlossen ist auch noch ein Ticket für die Samstagsabendveranstaltung, wo es eine Zaubershow gibt mit einem wirklichen Magi und einem Tarot-Magier. Und wir werden auch gemeinsam über Zoom Karten uns gegenseitig deuten bei Tarot und Sekt am Samstagabend. Also es lohnt sich wirklich vorbeizuschauen und mitzumachen. Da werdet ihr, glaube ich, viele Erkenntnisse bekommen. Also ich verlinke das jetzt extra nochmal. Aber ja, für die, die jetzt schon die Finger an der Tastatur haben, tarotverband.de ist die Internetadresse und dort einfach dem den Pfad folgen. Genau. Wohin auch immer. Der Reiter auf die Mitgliederversammlung. Es ist aber nicht nur für Mitglieder, das muss man sagen. Nein, es ist nicht nur für Mitglieder, nur die Mitgliederversammlung ist für Mitglieder. Der Tarot-Sonntag ist für alle Interessierten. Den veranstalten wir sonst immer öffentlich in einer Stadt, aber dieses Jahr geht das nicht. Und nächstes Jahr ist dann unser Wunsch, das Hybrid zu veranstalten. Mal sehen, wie es wird. Sehr schön. Also die erste deutsche Tarot-Versammlung online, die ich kenne. Sonst kenne ich keine Tarot-Versammlungen online auf Deutsch. Die meisten sind immer auf Englisch. Genau, also ich habe den Link schon fertig und er wird gleich im Anschluss YouTube und auf Facebook. So, in diesem Sinne, Kirsten, ich glaube, wir haben uns leer geredet. Unser Kopf ist so leer wie der Eremit bei Röhrig. Und ich freue mich auf euch, dass wir uns bald wiedersehen. Und bist du heute nochmal online? Ich bin heute eventuell abends nochmal online auf dem Schwesterkanal Phoenix Astrologie, um dort noch ein Mystery-Horoskop zu machen. Ich schwanke gerade, welches ich da nehme. Aber ansonsten bin ich heute nicht mehr online hier auf der Geheimnisakademie. Ja. Aber das gibt ja genug zu schauen. In dem Sinne. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Eremitendasein und wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao. Macht's gut. Tschüss. So.